Liebe Brüder und Schwestern, Jesus, er geht heute mit den Schriftgelehrten und Pharisäern hart ins Gericht. Er nennt sie Heuchler. Ja, warum gebraucht Jesus so harte Worte gegen diese Menschen? Ich denke, es hat seinen Grund, dass Jesus so spricht, weil sie etwas tun, was einfach grundsätzlich dem Heilswillen Gottes widerspricht. Diesem Heilswillen Gottes, der will, dass die Menschen glücklich und frei sind, in Freiheit und Freude leben, ja, dass sie vor allem das Herz bei Gott haben. Sie beschränken sich zu sehr auf Äußerlichkeiten, möchten durch das Einhalten äußerer Vorschriften Gott gefallen, religiös, fromm sein und meinen, ja, dadurch können sie die Vollkommenheit erreichen, dadurch sind sie Gott wohlgefällig, wenn sie äußere Vorschriften einhalten, die vielen, ja, die unzähligen Reinheitsgebote, Vorschriften des Judentums, ja, die Überlieferung der Alten, wie sie sagen. Sie halten daran fest und vergessen dabei das Wesentliche. Ich denke, gerade das ist für Jesus, ja, und auch für unseren Vater im Himmel letztlich ein Gräuel, wenn wir uns auf Äußerlichkeiten beschränken, aber dabei das Wesentliche außer Acht lassen. Und Jesus, er beschreibt einmal, er spricht einmal auch diese wesentlichen Dinge aus: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue, Wahrhaftigkeit. Das ist so wesentlich, ja, nicht nur für die Religion, sondern für unser menschliches Leben, für unser Zusammenleben, gerecht zu sein, die Barmherzigkeit zu üben, die Jesus uns vorgelebt hat mit seinem Beispiel. Denn er vergibt allen Sündern, er vergibt alle Schuld, obwohl er so vieles erlitten hat, obwohl er das größte Unrecht erlitten hat, als er für uns am Kreuz gestorben ist, er, das unschuldige Lamm Gottes. Man hat einen Verbrecher ihm vorgezogen. Als Pilatus fragte, ja, wen soll ich freigeben, hat er die Menge gerufen, ja, nicht ihn, sondern Barabbas. Und was soll ich dann mit Jesus tun? Ja, ans Kreuz mit ihm, haben sie gerufen. Und Jesus, er hat dieses ungerechte Urteil angenommen, auf sich genommen, weil er unser Erlöser, unser Retter sein will, weil er uns diese unermessliche Liebe Gottes offenbaren will, gerade durch seinen Tod am Kreuz, durch sein freiwilliges Sterben, durch sein freiwilliges Leiden für uns, weil er alle Schuld der Welt, alles Böse, das so im Menschenherzen sich ausbreiten kann, auf sich genommen hat, all diese Folgen der Sünde. Und Jesus sagt, ja, aus dem Herzen, da kommt das Böse. Nicht das, was in den Menschen hineinkommt, das, was wir essen und trinken, macht uns unrein, sondern das, was wir im Herzen haben, ja, was wir so im Geist in uns erwägen, woran wir denken, was wir für wichtig halten, ja, unsere Werte, an denen wir festhalten. Was ist uns wirklich wichtig im Leben? Ist uns das Geld wichtig, der Besitz, das Ansehen unter den Menschen? Ist uns das mehr wert als die Gemeinschaft mit Christus, mit Gott? Ist uns das Geld wichtiger, das Geld verdienen, als die Beziehungen untereinander, dieses liebende Miteinander,
dieses rücksichtsvolle Miteinander umgehen, dieses Bereitsein zu dienen, nicht zu herrschen, um der Liebe Gottes willen, ja, für das Wohl des Mitmenschen da zu sein? Oder ist es uns wichtig, einfach über andere zu stehen? Manche benutzen ja andere wirklich als Knieschemel, als Steigbügel sozusagen oder als Stufe, um emporzukommen, immer weiter hinaufzusteigen und nehmen keine Rücksicht auf die Not, ja, auf das Elend der anderen. Sie pflegen ihr eigenes Ich, ihren Egoismus. Sie machen ihn zum Gott. Ja, so kann man nicht Christ sein, so kann man nicht Jesus nachfolgen, kann man nicht wirklich ein glaubwürdiger Zeuge sein für die frohe Botschaft. Ja, Jesus mahnt nicht nur die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sondern auch uns möchte er aufrütteln, dass wir nicht so sehr auf die äußeren Dinge schauen, sondern zuerst auf unser Herz, dass wir unser Herz bei Gott haben, dass wir ein offenes Herz haben für sein Wort, dass wir von Herzen an den Geboten Gottes festhalten, ja, an der Liebe zu ihm, an dieser Liebe zu den Mitmenschen. Das ist ja dieses zentrale Gebot, dass diese Liebe, dieses Doppelgebot der Liebe, das verbindet ja sozusagen alle anderen Gebote. Das ist sozusagen der Brennpunkt unseres christlichen Lebens, dessen, was Gott von uns wünscht, von uns fordert. Ja, richten wir uns immer wieder neu aus auf diese zentrale Forderung, auf dieses zentrale Gebot, auf die Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Dann können wir auch alle anderen Dinge richtig einordnen, dann finden wir die richtige Wertordnung, die richtige Hierarchie der Werte. Ja, der Herr möchte uns stärken, uns erfüllen mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist. Möge der Geist Gottes uns helfen, uns erleuchten und stärken, dass da kein Zwiespalt entsteht zwischen unserem Reden, unserem Beten, ja, unserem Gottesdienst und dem, was wir im alltäglichen Leben dann verwirklichen, wie wir dann tun, wie wir uns gegenüber unseren Mitmenschen verhalten. Möge Gott uns Kraft geben, dass das immer eins ist, dass wir immer mehr eins werden in uns, dass wir nicht zu Heuchlern werden, die eine schöne Fassade sozusagen bewahren wollen, um gut dazustehen vor den Menschen. Und in Wirklichkeit ist in unserem Herzen viel Bosheit, viel Schlechtigkeit und Rücksichtslosigkeit. Ja, den Menschen kann man etwas vorspielen. Menschen lassen sich leicht täuschen. Ja, leider gibt es auch viel Täuschung in der Kirche, wenn man an diese Skandale denken, wo auch hohe Würdenträger der Kirche scheinbar das nicht verwirklichen, was sie versprochen haben. Keuschheit, Ehelosigkeit, Reinheit, wenn da so vieles im Argen liegt. Beten wir auch für sie. Ich denke, gerade auch Amtsträger der Kirche brauchen dringend unser Gebet, damit sie auch das, was sie versprochen haben, verwirklichen können, damit auch die Ordensleute das leben, was sie in den Gelübden auch feierlich versprochen haben, dass da nicht etwas hochkommt, was nicht dieser Berufung entspricht, wo dann eigentlich das ganze Leben ja alles unglaubwürdig wird, wo dann eigentlich dieses Glaubenszeugnis der Kirche geschwächt wird durch diese Sündhaftigkeit, durch das, was einfach nicht in Ordnung ist. Ja, möge der Herr uns Kraft schenken, unseren Glauben stärken, uns erleuchten, dass wir wahrhaftige, glaubwürdige Zeugen seines Evangeliums sein können, dass wir an den Geboten Gottes festhalten, dass wir dieses Wort Gottes beherzigen und vertrauen, dass der Herr Jesus uns immer wieder Vergebung schenkt, wenn wir gesündigt haben, besonders im Bußsakrament, in der Beichte,
da wischt er uns rein, da schenkt er uns immer wieder neu einen Anfang, neues Leben. Da schenkt er uns Anteil an seinem Sieg über Sünde, Hölle und Tod. Ja, der Herr möchte uns erfüllen mit seiner Gegenwart, mit seiner göttlichen Kraft, besonders wenn wir ihn in der Heiligen Kommunion empfangen. Nehmen wir ihn mit gläubigem, demütigem, vertrauensvollem Herzen auf. Er möchte unser ganzes Leben verwandeln, unser Herz reinigen und uns zu Zeugen machen für sein Evangelium, für seine Auferstehung. Ja, zu Zeugen der Wahrheit, des Glaubens für die ganze Welt, damit dieser Friede wachsen kann. Amen.